Hallo meine lieben Zuschauer, ich bin Andreas und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Star Wars The Old Republic Knights of the Fallen Empire mit unserer tapferen Helle Seite-Marodeurin. Wir sind jetzt hier mit Lana unterwegs, um eben halt ihr Messwerte zu nehmen für das Grundwasser, damit wir schön schlappi-schlappi und gluck-gluck machen können und nicht verdursten oder so. Und tot. Als ich mit Darth Maar gegen Valkorion kämpfte, wussten wir es sofort. Er war der Sith-Imperator Lana. Ich weiß. Als er niedergestreckt wurde, schlug die Erschütterung in der Macht ihre Wellen. Jeder, der in der Vergangenheit die Präsenz des Sith-Imperators gespürt hatte, auf Siost, auf Yavin 4, wir alle spürten, was geschehen war. Arkan griff kurz darauf an und behauptete, dass ein Fremdling seinen Vater, den unsterblichen Imperator, getötet hatte. Es dauerte nicht lange, bis wir die Wahrheit herausfanden. Welche Seite hat Arkan zuerst angegriffen? Beide. Die Schiffe der ewigen Flotte griffen gleichzeitig Werften und Sammelpunkte beider Seiten an. Im Krieg haben sie Hinterhalte bevorzugt. Die Sensortechnologie auf Sakul hat eine viel größere Reichweite als unsere. Und ihre Schiffe fliegen viel weiter und verbrauchen weniger Ressourcen. Nur Schiffe, die mit Isotop 5 umgerüstet waren, konnten sie abhängen. Aber selbst die waren keine echte Konkurrenz. Tja, hört sich ja nicht alles rosig, nicht gerade rosig an, das Ganze. So, da vorne ist der nächste. Haben die Republik und das Imperium durchgehalten? Innerhalb von 3 Monaten war der Großteil unserer Flotte ausgeschaltet oder zerstört. Der Republik ging es genauso. Durch die Flottenüberlegenheit konnten Arkans Streitkräfte beginnen, unsere Versorgungs- und Handelswege abzuschneiden. Im Grunde jeden Schiffsverkehr. Die ewige Flotte schien überall gleichzeitig zu sein. Coruscant und Drum und Kaas waren schon am Ende des ersten Jahres auf sich gestellt. Naja, gut. So, der dritte, der ist jetzt... aus. Die Mitglieder des Rats der Sith kämpften hartnäckig gegen Arkans Angriff an und verloren. Am Ende war es das Logistikministerium, das einen Vertrag aushandelte. Kanzlerin Saresh weigerte sich, auf eine Kapitulation einzugehen. Doch der Senat der Republik konnte sie überstimmen. Mehrere Senatoren handelten ihre eigenen Waffenstillstandsabkommen aus. Alle diese Senatoren sind seitdem in Ungnade gefallen oder entlassen worden. Ich bin sicher, ihr könnt euch vorstellen, wer wohl dafür verantwortlich war. Bis jetzt haben die Verträge mit Sakul Bestand. Aber das wird nicht ewig so bleiben. Ja, die Zeiten sind hart. Die sind echt hart.
So, dann suchen wir mal nach Grundwasser. Meine natürlich mit der ewigen Flotte, ich meine, was will man da schon machen? Also, die Schiffe sind aber übermächtig. So, warte mal, wo muss ich jetzt genau hin? Ja, ist klar. Oh, jetzt kommen die hier schon wieder an. Och nee, ne? Ach, Kacke, das wäre doch nichts. Oh, Scheiße, verdammte. Ach, du... grüne Kacke. So, und das Ende wird wahrscheinlich eher da sein, als lieb ist. Ach, Kacke, ich hab so wieder völlig verbockt. Oh, Mann. So, wo ist Lana jetzt eigentlich? Ach, da. Das war knapp. Ich denke immer, dass die Viecher abgeschüttelt werden. Wenn ich weit genug weg bin, dass sie mich dann nicht mehr verfolgen, abbrechen. Und ja, von wegen. Von wegen. So, also, besiege den Sumpf Rancor. Okay. Sie werden fallen. So, warte mal. Hier komme ich doch bestimmt irgendwie hoch, ne? Ja. Eine Quelle. Das Wasser sollte trinkbar sein. Flotte hat also die Republik und das Imperium besiegt. Wie ging es weiter? Beide Seiten müssen Sakul einen hohen Tribut zahlen. Hauptsächlich Rohstoffe und Ressourcen. Sie haben sich außerdem einem Rüstungsbegrenzungsabkommen unterworfen. Das Imperium und die Republik brechen natürlich beide das Abkommen. Aber sie sind immer noch nicht in der Lage, den Thron direkt anzugreifen. Wer herrscht jetzt über das Imperium? Darth Asina war das einzige Mitglied des Rats der Sith, das noch übrig war. Alle anderen starben oder verschwanden im Chaos. So ernannte sie sich ohne Widerspruch selbst zur Kaiserin der Sith. Und die Republik? Saresh ist noch an der Macht, wenn auch ohne den Titel der Kanzlerin. In der Republik ist die Amtszeit der Anführer begrenzt, doch sie wurde nur durch eine bloße Marionette ersetzt. Beide Seiten sehen das als Gelegenheit, sich gegenseitig in dieser Schwächephase auszuschalten, anstatt ihre Stärken zu vereinen. Arkan tut nichts, um gegenseitige Gewalt zu verhindern, solange der Tribut gezahlt wird und niemand die Herrschaft von Sakul herausfordert. Wofür setzt Arkan den Tribut ein? Sakul scheint ja nicht viel zu brauchen. Diese Frage scheint sonst niemand zu stellen oder beantworten zu wollen. Jedenfalls gibt es kaum Informationen. Sakuls Imperium erstreckt sich über einen bedeutenden Teil des wilden Raums, ist aber nicht groß genug, um alle erhaltenen Ressourcen zu verbrauchen. Ich arbeite daran, selbst eine Erklärung zu finden. Im Orbit von wichtigen Welten wurden Sakul-Kampfstationen platziert, um mögliche Unruhen zu erkennen. Es ist aber kein Planet besetzt worden. Die Schiffe der ewigen Flotte patrouillieren auf scheinbar zufälligen Routen, während der Tribut für Sakul alle wirtschaftlichen Fortschritte auffrisst. Was ist mit meinem Team? Mit meinem Schiff? Ich habe Verbündete, die gerade nach ihnen suchen.
Bei dem Chaos der letzten Jahre wird es aber eine Weile dauern, sie alle zu finden. Bis dahin halten wir uns an uns selbst, Koff und Hakar. Ihr habt offensichtlich genau darüber nachgedacht, wie ihr mich befreien könnt. Habt ihr auch die nächsten Schritte geplant? Natürlich. Auch wenn ich nicht vorhatte, in einem Sumpf festzusitzen. Gehen wir die Dinge einfach Schritt für Schritt an. Also, warum ich? Ihr habt offensichtlich einiges auf euch genommen, um mich aus dem Carbonit zu befreien. Bevor man euch gefangen nahm, habt ihr Dinge erreicht, die andere nicht mal versuchten. Ihr habt die Galaxis mehr als nur einmal verändert. Und wenn es je eine Zeit für Veränderungen gab, dann jetzt. Aber da ist noch etwas. Ich spüre es schon, seit ich euch im Carbonit gefunden habe. Es ist eine Kraft in euch. Etwas Neues. Es ist schwer zu fassen, aber ich weiß, dass es da ist. Ich denke, ihr habt recht, Lana. Ich glaube, der Imperator, Valkorion, ist in meinem Kopf. Was? Nach seinem Tod gab es einen Energiesturm. Ich kann mich nicht mal richtig daran erinnern, wie man mich in die Carbonitkammer geworfen hat. Und dann, als ich gefroren war, sah ich Dinge. Ich träumte von ihm, von allem, was geschah, als ich weg war. Das kann nicht sein. Ich würde es spüren, wenn er euch kontrollierte. Ich habe genug davon auf Siost gesehen. Ich glaube nicht, dass er mich kontrollieren will. Zumindest nicht direkt. Er wollte mich dazu bringen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Was er auch tut. Wir können sicher sein, dass er immer versuchen wird, uns irgendwie zu täuschen. Ich glaube an euch. Und ich weiß eure Ehrlichkeit zu schätzen. Ich werde darauf achten, ob er einen Einfluss auf euch hat. Doch jetzt bleibt uns erstmal nichts anderes übrig, als weiterzumachen. Was ist mit den anderen? Sie würden es nicht verstehen. Und wie ich schon sagte, wir wissen noch nichts sicher. Behalten wir die Sache erst einmal für uns. Bitte, schnellstmögliches Treffen bei meinen aktuellen Koordinaten wird empfohlen. Ich benötige Unterstützung. Seltsam. Wir sollten uns beeilen. Gut, dann treffen wir uns noch mit HK. 55, sag ich schon, 51. So, warte mal, hier sollen wir uns mit HK-55 treffen. Kann ich jetzt per Schnellreise? Ja, das geht. Ja gut, ich hätte so eine Bestie platt machen sollen, aber ist egal jetzt. Ich glaube nicht, dass der Bonus auch für irgendwelche Viecher hier gilt. Probieren wir es einfach mal aus. Nein! Hätte mich auch gewundert. Ist egal jetzt. Scheiß drauf. Bitte, rettet uns! HK, erkläre das. Protest. Ich habe diesen bemitleidenswerten Fleischsäcken nichts angetan. Sie haben lediglich zugesehen, als ich eine Gruppe der Sprungtruppen ausgeschaltet habe. Sie bitten um unsere Hilfe bei der Flucht vor dem Feind. Bitte, wir sind keine Gefahr für euch. Wir wurden verbannt, weil wir gegen den Krieg von Imperator Arkan protestiert haben. Wir haben schon zwei unserer Freunde verloren. Bitte, könnt ihr uns nicht irgendwie helfen? Wir reparieren ein Schiff. Dort gibt es Platz für Passagiere. Wir können euch hier rausbringen. Wirklich? Das ist ja unglaublich. Danke, habt vielen Dank.
Der Weg, der vor uns liegt, ist nicht sicher. Vielleicht wäre es besser, für sie hier zu bleiben. Das wäre für niemanden besser. Es gibt natürlich auch noch die andere Möglichkeit. Ich hätte jetzt also zuerst mit Lana losgehen sollen und dann mit Koff. Dann wäre das Treffen mit den Flüchtlingen jetzt auch passiert mit Koff. Aber dann hätte man natürlich auch die gleiche Entscheidung treffen können. Aber dann wird es noch eine andere Sequenz gegeben, glaube ich. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Seid ihr sicher, dass wir damit wieder fliegen können? Sie wird wieder fliegen. Sie hat nur auf jemanden gewartet, der sie daran erinnert, wie es geht. Dann machen wir uns an die Arbeit. Ich meine, es ist praktisch, wenn man die Macht beherrscht, irgendwelche Sachen von A nach B zu bringen, zu stapeln oder so Kisten oder so irgendetwas. Das ist natürlich praktisch, ne?
untersuche die seltsamen Geräusche. Ja, höre ich jetzt irgendwelche Poltergeister? So, wo müssen wir denn da jetzt hin? Ja, alles klar. Folge mir, HK. Da gibt es ja Geister auf dem Schiff. Oh, man kann den neuen Gleiter mal nehmen, aber wie gesagt, ich finde den nicht dolle. Mir gefällt er nicht. So, warte mal ganz kurz. Ey, wie Geister. Das ist ja, als ob es Gespenster auf dem Board geben würde. Die hat einen Gang wie so ein indischer Kartoffelsackträger. Furchtbar. Ich nehme an, dass ihr Fragen habt. Tut nicht so überrascht. Ich gehe dorthin, wo ihr hingeht. Wir sind jetzt untrennbar. Ah, die Gravestone. Nicht genau das, was ich mir vorgestellt hatte. Habt ihr uns hierher geführt? Die eigentliche Frage ist doch, warum sind wir hier? Ihr habt das Reich meines Sohnes selbst erlebt, seine Reichweite. Und Weyling, sie glaubt nicht an Zurückhaltung. Wir können Arkan nur besiegen, wenn wir zusammenarbeiten. Ich kaufe euch keine Sekunde lang ab, dass ihr auf meiner Seite seid. Wäre es andersherum, wäre ich wahrscheinlich genauso skeptisch. Doch was, wenn ich beweisen könnte, dass ich es ehrlich meine? Würdet ihr mich dann weiter als euren Erzfeind betrachten oder eure Augen für die Wahrheit öffnen? Macht euch bereit für einen Kampf, Leute! Sie haben uns gefunden! Sprungtruppen brechen durch den Eingang! Nun gut. So, die Brücke war jetzt... Na, okay, wir sind im Fahrstuhl. So. Alles klar, einfach nur geradeaus durch und dann ist gut. Och Gott, Sprungtruppe. Und tot. Oh, warte mal, ich weiß nicht, ob gleich noch mehr gekämpft wird.
Scheiße. Hey, passt auf das Schiff auf! Kompliment. Gut zerlegt, Herrin. Das ist nur die erste Welle. Es sind noch mehr unterwegs. Ich fange sie ab. Die Gravestone ist bald bereit. Ich brauche nur noch... Sagt jetzt bitte nicht 3 Minuten. Verschafft mir nur etwas Zeit. Ich bringe uns in die Luft. Ich bin bei euch. HK, bleib zurück und hilf Korf. Du rührst nichts an, solange ich es nicht ausdrücklich sage. So, wo muss ich jetzt hin? Alles klar. Ach, hier rum muss ich hin. Sterben bereuen sich mit uns angelegt zu haben. Ach, Lana hat den auch schon platt gemacht. So, dann gehen wir mal weiter. Da kommt bestimmt noch mehr. Das war noch nicht alles. Klar, aber da geht's. Jo, jetzt geht's richtig los. Da kommen sie, da kommen noch mehr. Kopf sagte, es würden noch mehr kommen. Wenn man sich bei Arkan auf etwas verlassen kann, dann darauf, dass immer noch mehr kommen. So, dann haben wir jetzt gleich mal den Großen. Ja, wunderbar. Alter, wie sieht das denn aus? Hab ich aber noch nie gesehen. Oh Mann, da kommt noch mehr. Wunderbar. Weiter geht's. Mein Lichtschwert setzt schon Rost an. Es sind zu viele. Wir müssen weiterkämpfen. Hey, braucht ihr da draußen vielleicht etwas Hilfe? Nein, wir haben bereits Hilfe. Ihr habt was? Seid spät dran.
Ihr habt einen Ritter dazu gebracht, die Seite zu wechseln. Nicht alle von uns folgen Arkan blind. Mehr Widerstand! Ritter! Hohe Richterin, wir haben den Fremdling. Ich hoffe, ihr seid bereit, gegen eure eigenen Leute zu kämpfen, Senja. Ich habe kein Problem mit ihnen. Es sei denn, sie stellen sich mir in den Weg. Da denkt wohl noch jemand so pragmatisch wie ihr. Spart euch das. Zeigt, dass ihr kämpfen könnt. Dachtet ihr, ihr könntet euch in den Sümpfen verstecken? Erbärmlich! Imperator mit Gericht! Na, nun komm schon hier. Oh, du holy shit. Vielleicht? Ich weiß gar nicht, oder? Okay, die sind im Moment gar nicht. Können gar nicht angegriffen werden. Denn die sind nicht im Schaden. So, aber erstmal hier wieder tanken. Da kommt bestimmt noch mehr. So, das mal looten. Und jetzt können wir reden. Töten. Verschwindet von hier! Rettet euch! Was ist das? Eine Gelegenheit. Ihr seid in der Unterzahl. Eure Sith-Freundin erwartet der sichere Tod. Ich kann sie retten. Ich brauche dafür nur einen kurzen Moment der Kontrolle. Nehmt meine Hilfe an oder seht zu, wie sie stirbt. Aber entscheidet euch rasch. Ihre Zeit läuft aus. Ich werde mich euch nicht ausliefern. Nun gut. Das. Kämpft weiter! Sie haben euch noch nicht umgebracht. Kommt schon! Korv, ich danke euch. Ist die Gravestone startbereit? Soweit ich das sehe, ja. Anscheinend haben wir alle. Los geht's! Nein, Moment. Wo ist Senja? Wie bitte? Wo wer ist? Ich bin hier. Gehen wir. Hey, Moment mal. Sehe ich das richtig? Sie ist eure Hilfe? Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass ich diese Furie auf mein Schiff lasse. Einwurf. Es nähern sich noch mehr Feinde. Erlaubnis zur Verteidigung mit Terminierungsoption? Schluss mit den Kämpfen. Wir müssen Sakul verlassen. Ich bereite die Triebwerke vor. Kommt schon, Lana. Nein. Ich werde hier draußen gebraucht. Ich komme klar. Seid bereit für den Abflug. Das Schiff wird es nie selbst aus dem Schlamm schaffen. Wir müssen ihm einen Stoß geben. Ich fahre die Triebwerke hoch. Hoffe ich zumindest.
Wir schaffen das. Lasst eure Unruhe Wurzeln schlagen. Nur dann wird die Macht euch gehorchen. Erinnert irgendwie so ein bisschen an Episode South, ja, Episode 5, das Imperium zurück. Sie schaffen es wirklich. Mit Luke im Sumpf. Kannst du das glauben? Beobachtung. Das Schiff erhebt sich. Schlussfolgerung. Daran zu glauben ist nicht erforderlich. Schön, dass du es kapiert hast. Hat der Luke versucht, den Flieger aus dem Sumpf rauszukriegen und versagt. Und jetzt rein hier, damit wir endlich los können. Na, wie ist das? Meine Gravestone bewegt sich. Wenn man bedenkt, in welchem Zustand wir sie gefunden haben, habt ihr euch wirklich selbst übertroffen. Alles Teamarbeit. Ich würde sagen, hier hat sich jeder übertroffen. Achtung! Wir verlassen den Hyperraum! Wir haben Gesellschaft! Die ewige Flotte. Sie feuern nicht. Hässliches Schiff. Worauf wartest du? Macht schon. HK, kümmere dich um den Hyperantrieb. Lana, an die Schilde. Und wir brauchen einen Schützen. Ich kümmere mich darum. Alles klar, die Kanone der Gravestone. So, aber ich beende jetzt hier den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und seid herzlich, soll wieder dabei. Bye, bye.